Weihnachtseinkäufe machen macht ja Spaß. Der Spaß kann aber einem verdorben werden, wenn die Parkplätze zu klein sind. Wir machen heute den Parkplatztest. Unsere Instrumente sind ein Zollstock und dieses kleine rote Auto. Los geht's. Es ist schon rappelvoll. Wir wollen mal sehen, ob wir fündig werden. Auf den ersten Blick sieht es eng aus für HNA-Redakteur Boris Naumann. Aber es klappt. Mit Mühe kommt man raus. Komfortabel ist es jedoch nicht. Und für Menschen mit Handicap ist es ein umso größeres Hindernis. Jetzt wollen wir es genau wissen. 2,25 Meter mit gutem Willen. So stehen die Autos vorm Dez eng an eng. Da sind kleine Kratzer und Beulen programmiert. Wer geschickt rangiert, ist klar im Vorteil. So, wir befinden uns jetzt hier im Parkhaus des Teco-Supermarktes an der Wilhelmshöher Allee und ich versuche jetzt einfach mal mit meinem kleinen Auto in diesen Parkplatz einzufahren, direkt links neben der Säule. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Bis zur Mitte der weißen Linie. Dann haben wir 2,70 Meter. Das ist komfortabel. 2,70 Meter ist gut. Guter Wert. So, wie wir gesehen haben, ist es hier im Tegut-Parkhaus sehr komfortabel, was das Einparken angeht und auch was das Aussteigen angeht. Wir haben normale Parkplatzbreiten von 2,50 Meter, wenn eine Säule daneben steht, sogar von 2,70 Meter. Die 2,50 Meter sind auch dieser Wert, den der ADAC empfiehlt für Parkplätze. Die Autos werden immer breiter. Und 2,50 Meter hat sich in der Praxis bislang bewährt. Alles, was drunter ist, kann schon schwierig werden. Trotz einwandfreier Parkplatzgröße bürgen Säulen in Parkhäusern doch immer wieder Gefahren für Autofahrer. Auf sie sollte man beim Ein- und Ausparken besonders achten. Weiter geht's mit dem Parkplatztest im Rewe-Parkhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Ja, wunderbar. Hier würde ich jetzt auch noch sehr gut aussteigen können. Also eine Parkplatzbreite von 2,50 Meter zeigt, die ist sehr komfortabel. Das ist übrigens auch über dem Standard. Der Standard ist bei 2,30 Meter. Schmaler dürfte eigentlich ein Parkplatz nicht sein. Das ist auch gesetzlich so vorgegeben. Auch hier haben wir gemessen, 2,50 Meter sind hier die Parkplätze breit. Und ich glaube, wir sind sehr zufrieden damit. Wir konnten sehr gut ein- und aussteigen. Und die Familie Stegelmann, die wir jetzt hier haben, sieht das ähnlich. Ja gut, wir, wenn wir samstags morgens einkaufen, suchen wir natürlich gerne Parkmöglichkeiten auf die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Parkplätze. Beziehungsweise dieses Parkhaus hier mit direktem Zugang über den Aufzug ins Geschäft. Und wie man hier sieht, ist auch immer viel frei. Insofern ist hier die Breite der Parklücken gar nicht so entscheidend, sondern die Leere